So, ich wäre soweit. Intro. Geschenke! Geschenke! Ich möchte jetzt alle Emotes im Chat sehen, die ihr habt. Der größte Moshpit, den die Show je gesehen hat. Herzlich willkommen, man sieht mich gar nicht. Herzlich willkommen da draußen an alle zu einer weiteren Folge zur September-Ausgabe des Livestreams auf diesem, macht mal die Dinger jetzt weg hier, auf diesem Twitch-Channel live. Jetzt gerade, heute ist der 25.09. Wir haben 20.10 Uhr. Ihr wisst, es dauert immer ein bisschen, bis sich alle hier im Stream versammelt haben, bis wir hier gemeinsam zusammenfinden, um dieses metallische Ergüsschen von uns, dass wir das miteinander feiern können. Ja, wir befinden uns mitten im Hype Train. Geil, danke dafür. Danke für die ganzen Subs am Anfang, obwohl wir noch nicht mal angefangen haben. Natürlich. Mache ich jetzt auch wieder die Alertbox an hier, dass ihr da auch Sounds hört, wenn ihr hier was da lasst, denn das ist ja quasi eure Belohnung dafür. Ich danke dafür, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich danke natürlich allen da draußen, die jetzt gerade vielleicht diese Aufnahme sehen, das Ganze vielleicht auf YouTube nachschauen, wie auch immer. Amas Metal wird ja dann immer auf YouTube noch hochgeladen, auf dem YouTube-Channel Dark Siffler. Ich begrüße aber hier jetzt erstmal ein paar, die ich namentlich vielleicht im Chat finde. Die Sinatari, Metal Fighters, Flexo, wen haben wir? Schwabo ist da. Vor lauter Emotes muss ich gleich ein bisschen scrollen hier. Scarecrow Pictures habe ich gesehen. Frau Dark ist auch am Start, die sitzt da unten. Wink mal. Ja, und heute ist ein bisschen was anders, heute gibt es ein bisschen was Neues und ja, schauen wir mal, wie sich die Show so entwickelt. Der Felix und ich haben auf jeden Fall was für euch vorbereitet, wo man sagen kann, vielleicht wird es ein neues Format auf YouTube, vielleicht machen wir das Ganze mal live, wie auch immer. Haben wir schon einmal gemacht, wollen wir jetzt mal nochmal probieren. Dann haben wir natürlich von unseren Freunden, und da geht ein Riesenapplaus von mir raus an euch, von den Freunden vom Shepardcore, die haben ein Interview gemacht mit, jetzt muss ich gleich selber nachschauen, der Metal School Nürnberg, habe ich noch nie davon gehört. Ich habe es mir selber noch nicht angeschaut, weil ich mir denke, ich vertraue denen jetzt einfach mal, dass die da keinen Schmarrn nicht hier in den Stream reinlassen. Danke für das Sub, halt auf der Seite, danke. Der Flexo, Andi Wolfischl, Andi Christina. Genau, und dann haben wir einen kurzen Einspieler vom Adrian Tod gehört. Er war auf der Hainburger Metalnacht. Wir haben ein bisschen Festival-Feeling wieder da herin. Bisschen Festival-Schnuppern, Festival-Luft durch den Äther, durchs World Wide Web in die Nasen. Um Festival-Luft zu schnuppern, ist der Adrian für uns mal kurz über dieses Festival gegangen, Hainburger Metalnacht. Ich glaube, es war das Festival, wo er selber auch gespielt hat. Er ist auch mit dabei im Chat, denke ich mal. Schaut's, sagt's Hallo. Und dann haben wir einen Werbeeinspieler dieses Mal. Eine Band will sich vorstellen bei euch, bei der geilsten Metal-Community of all the world and the universe, natürlich in der geilsten Metal-Show hier im Internet. Und
Was haben wir denn noch? Felix natürlich Dates and Releases, Adrian nochmal mit Kalenderblatt und zwar, genau, der Wolle von Dings da, wie heißt's? Genau, dieses Format, sein YouTube-Channel, der hat natürlich auch wieder dieses Mal das Review gestaltet zu Revenger. Und danke für den Hype-Train übrigens. Sehe ich gerade da im Chat. Ja, es ist eine riesenlange Folge wieder, weil ich habe mich wieder übernommen mit Einspielern und habe mir gedacht, ach, was soll's. Es war jetzt. Danke dafür. Danke, Mane. Viel Spaß, Kilia, mit deinen Emotes. Es gibt übrigens neue Emotes. Habt ihr es schon gesehen? Es gibt richtig coole, coole neue Emotes. Wenn ich die jetzt hier mal anschaue, ich habe mir einen Felix habe ich mir gegönnt und den Herrn Dark, also mich als Protré nochmal. Die sind jetzt alle kostenlos zur Verfügung. Twitch hat jedem Streamer 5 neue Emotes geschenkt. Also zumindest mich. Ich weiß nicht, ob sie wirklich jeder bekommen hat, aber halt, das ist so eine Beta-Version. Fand ich ganz cool, habe ich gleich rein. So ein paar lustige dabei. Schaut sie euch raus und postet sie gerne in den Chat. Nicht zu viele, sonst sieht man mich wieder nicht. Also wenn mal wieder Moshpit, dann jetzt muss ich da auch irgendwie so. Ja, okay. Blödsinn hin und her. Ich habe vergessen, wer letztes Mal gewonnen hat. Ich zeige aber trotzdem, was er bekommt. Bei Was wird gespielt, fällt dieses Mal aus, weil ich nichts eingespielt habe. Dafür habe ich was Neues für euch. Jeder, der live zuschaut, kann jetzt was gewinnen. Und das ist gleich wieder ein Mehrwert für alle Twitch-Zuschauer. Wir gehen jetzt. Aber weil wir die Zeit nicht verstreichen lassen wollen, ohne uns irgendwas anzuschauen, instant rüber. Was schauen wir denn als erstes an? Ich glaube, zum Einstieg, was machen wir denn? Ach komm, Dates and Releases. Ist ja jetzt schon fast rum, dieser September. Doch was kam denn im September so raus? Welche Alben wurden released? Welche habt ihr noch nicht und müsst ihr euch noch kaufen? Und ich schaue mir das jetzt auch nochmal an. Und dann lasse ich mich inspirieren und zum Kauf überreden von unserem Mikroinfluencer, mächtigsten Metal-Influencer der Welt, von Felix. Applaus von Felix in den Chat. Und dann schauen wir rüber und schauen uns Dates and Releases. Ist der Applaus laut genug oder leise genug, weil sich der Roland mal beschwert hat? Geht, oder? Geht schon. Geh mal rüber. Geht es mit Knopfdruck? Ja, da ist er. So, hallo und herzlich willkommen bei Dates and Releases. Ich bin der Felix, aber so wisst ihr hoffentlich. Ansonsten guckt der Mass Metal nicht oft genug. Egal, wir kommen zu den Neuerscheinungen. Halt, stopp. Ich habe was vergessen. Da muss ich mich jetzt gleich mal kurz größer machen. Intervention. Felix? Chat? Seid ihr da? Hört ihr alles? Seht ihr alles? Ich muss das jetzt diesen Einspieler leider unterbrechen. Denn wenn ich schon mal ein Bier hab in der Mass Metal, dann möchte ich jetzt auch mit euch anstoßen. So schaut's nämlich aus. Ping da draußen, erst einmal. Ping in den Chat, Ping an alle, die das Video danach anschauen. Und Ping, Frau Dark, gell? Ja. Ping an euch, auf euch. Darf man ja natürlich nicht vergessen. Ist gut, dass ich das pausieren kann immer. Sorry, Felix, dafür. Und ich gehe da ins Eck, da oben. Ich bin jetzt der Jan Böhmermann. So. Und play. Viel Spaß. Jetzt im September 2021. Ein paar habe ich hier auf meiner Liste. Und vielleicht ist für euch auch was dabei. Mal schauen. Ich ratter es wie immer durch. Und hier werden gleich die Cover eingeblendet dazu. Fangen wir direkt an mit dem 3. September und da kommt von der Band Auri das zweite Album raus, das heißt auch Two, Those We Don't Speak Of. Sieht sehr ähnlich aus wie das erste und das ist so ein Side-Project sozusagen von Thomas Holopainen von Nightwish
Und dementsprechend, ja, symphonisch ist es angehaucht, ist aber ein bisschen poppiger in die Richtung. Bin mal gespannt, wie das zweite Album wird. Das erste fand ich gar nicht mal so übel. Dann springen wir weiter. Sind wir ein bisschen härter unterwegs, nämlich im Deathcore-Bereich oder Black and Deathcore-Bereich kann man auch lesen bei dieser Band, nämlich Carnifex. Ebenfalls 3.9. herausgekommen, Graveside Confessions. Dann eine Band, ja, die jeder kennt. Album habe ich nämlich auch schon. Zack, da ist es. Ich halte es in die Kamera. Iron Maiden, Senjutsu. 3.9. ist es herausgekommen. Natürlich ein ganz großes Hallo, oha, was ist da los? Maiden, hört rein. Maiden, das neuere Maiden sozusagen, ein bisschen progressiver. Ich finde die Scheibe ziemlich gut, aber ja, jeder muss da selber mal reinhören. Es gibt schon ziemlich unterschiedliche Meinungen dazu. Aber genug von Maiden, springen wir weiter. Wir bleiben am 3.9. Wir kommen zu The Night Flight Orchestra. Ja, Hardrock-Bereich jetzt eher. Aromantic oder Aromantic 2 ist das Album. Und als nächstes Heavy Speed Metal Bereich, so ein bisschen Portrait heißt die Band. Und die bringen ihr Album raus, At One With None. Ebenfalls 3.9. Und damit springen wir zum 10.9. als Release-Tag. Und da haben wir als allererstes hier schön Death Metal Aborted. Bringen ihr neues oder haben ihr neues Werk herausgebracht, Mania Cult. Und als nächstes, was soll ich sagen? Wer Party Metal mag, wird um diesen Namen nicht herumkommen. Andrew W.K. Ja, rockig, hardrockig, Party Metal, Party Rock, wie man es auch immer nennen mag. Das neue Album hat auch den Titel God is Partying. 10.9. rausgekommen. Dann springen wir. Vorhin hatten wir schon zu kurz Nightwish angeschnitten, sozusagen bei Ori. Jetzt haben wir Annette Olsson, ihres Zeichen ehemalige Sängerin von Nightwish. Die bringt ebenfalls am 10.9. ihr neues Album heraus mit dem Titel Strong. Dann, es wird nochmal thrashig, und zwar The Pizza EP. So heißt das Album, beziehungsweise die EP von Crysix, ebenfalls 10.9. Nein, ich lüge, 17.9. Schon haben wir einen Sprung drin. Dann geht es weiter zu der Band Alien Weaponry. Die bringen ein neues Album heraus, Tangaroa, am 17.9. Ja, wer Alien Weaponry nicht kennt, ich würde sagen, das geht so in die Groove-Richtung, à la Sepultura, Soulfly, so ein bisschen, nicht ganz so extremer Gesang, aber vielleicht ist das ja, gerade für die Leute, die das gerne hören, ja, kann man doch mal ein Ohr leihen, sagen wir es mal so. Dann als nächstes, ja, Power Metal Band, beziehungsweise eine American Power Metal Band, Brainstorm aus Deutschland allerdings. Und die bringen am 17.9. ein neues Album heraus, Wall of Skulls. Dann, wir machen weiter mit Death Metal, Carcass, sollte jedem ein Begriff sein, bringen ein neues Album raus, Torn Arteries. Dann kommen wir weg vom Death Metal, hin zum Melodic Death Metal. Insomnium bringt nämlich eine neue EP heraus, die da heißt Argent Moon. Und noch zwei Stück habe ich am 17.9. Zum einen die Band Rage, ja, Heavy Metal Urgestein aus Deutschland, würde ich mal behaupten, mit dem Album Resurrection Day. Und wir haben Spirit Box, die jetzt endlich einmal ihr Debütalbum herausbringen, nachdem sehr, sehr viele Singles veröffentlicht wurden und es auch sehr viele Reactions im Internet drauf gibt, weil ja, Female Fronted und Shouterin, darauf wird sehr gern reagiert, sind so im Modern Metal Bereich. Und ja, Spirit Box mit dem Album Eternal Blue. Dann fehlt noch der 24.9. als Release-Tag. Da habe ich jetzt nochmal vier Alben für euch. Zum einen Doom Gothic Metal Bereich A Pale Horse Named Death Infernum in Terra. Kommt, wie gesagt, 24.9. heraus. Dann haben wir die Band Paradox, deutsche Thrashband. Beziehungsweise geht schon ein bisschen in Speed Metal rein, so ein Mix draus eigentlich. Mit dem Titel Heresy 2, End of a Legend. Ich kann übrigens auch Heresy, das erste Heresy, sehr empfehlen. Ziemlich unterschätzte Thrashband, meiner Meinung nach. Aber ja,
Die vorletzte Band auf meiner Liste ist Rivers of Nihil mit ihrem neuen Album The Work. Und da sind wir jetzt im, ja, sagen wir mal, Tech-Death-Bereich. Ist auch stellenweise ziemlich progressiv, kann man so sagen. Aber gut, bei den technisch angehauchten Metal-Sachen, ja, da kann man immer mal wieder auch von progressiv reden, logischerweise. Dann das letzte Album hier auf meiner Liste. Wir gehen in den Metalcore-Bereich und da haben wir We Butter the Bread with Butter mit ihrem Album Das Album. 24.09. ist es rausgekommen. Und damit sind wir schon am Ende meiner Liste hier. Vielleicht habt ihr auch noch was, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare rein. Und ja, vielleicht ist auch was Neues für euch dabei, so von den Genrebezeichnungen her. Dann hört unbedingt rein und ansonsten, wir sehen uns dann im Oktober auf jeden Fall wieder, wenn es heißt Dates and Releases. Bis dahin, tschaußen miteinander. Applaus. Nicht so verhalten. Ja. Danke. Danke, Felix. Für die Zusammenfassung der Releases in diesem Monat. Nächstes Monat gibt es natürlich dann wieder eine neue CD, eine neue Release, Dates and Releases Part. Und der, also es ist ja so. Der ein oder andere hat es wahrscheinlich heute auf Instagram gehört, mal kurz angesprochen, dass es ist ja jetzt quasi September-Ausgabe, dann wäre ja von Amas Metal die Oktober-Ausgabe gäbe es ja noch und die November-Ausgabe gäbe es ja noch und für Dezember haben wir ja überlegt, ob wir nicht eventuell mal ein Event machen nochmal, also eine Art Weihnachtsfeier Dark Siffler ohne Stream, sondern wirklich mit Menschen vor Ort. Ist noch in Planung, da schauen wir mal, was am Sonntag bei der Wahl rauskommt. ansonsten ist das geplant. Also es wäre jetzt effektiv noch zweimal dieser Stream hier. Und der Felix hat ja immer so fleißig mitgemacht. Auch in der Pause im August hat er trotzdem einmal Dates and Releases rausgehaut. Ich finde, es ist wichtig zu zeigen, was neu rausgekommen ist. Und ich denke, dass es diese Dates and Releases, sollte es Amas Metal dann eventuell ab nächstes Jahr, man munkelt, nicht mehr so in dieser Form geben, dass auf jeden Fall trotzdem noch einmal im Monat ein Video von Felix kommt, wo er erzählt, was denn rauskommen ist, damit wir und ich ja auch, für mich ist es ja auch wichtig zu wissen, was kam denn so, und das sage ich nicht nur so, sondern tatsächlich kaufe ich mir dann das ein oder andere Album, welches der Felix so vorliest. Und ich finde, es ist einfach wichtig, auf so einem YouTube-Channel, der sich mit Metal befasst, dann auch solche Sachen rauszuhauen. Die Frage ist, wie gehen wir mit dem anderen Zeug um, was wir sonst so für euch mal entwickelt haben, mal im Kopf hatten, was wir denn tun könnten, was packen wir denn in diese Show? Und es kommt ja jetzt immer wieder mal was Neues rein. Also heute haben wir noch einen ganz besonderen Part. Den widme ich ganz, ganz, ganz kurz auch nur. Dauert gar nicht so lang. Ich sag mal so, knappe 2 TikToks lang. Der Sinatari muss ich jetzt gleich an dieser Stelle mal spoilern. Denn es gibt halt im Internet Dinge, die muss man zeigen. Die passieren. Und deshalb habe ich ja auch mal angefangen, von anderen YouTubern Einspieler produzieren zu lassen, um deren YouTube-Channel zu bewerben halt in dieser Form. Und da war es für mich natürlich auch wichtig, dass es Freunde von mir sind. Ich kenne ja alle Metal-YouTuber soweit und wie auch immer. Ich konsumiere aber deren Content nicht so, weil es so viele gibt, habe ich halt selber auch nicht so die Zeit dazu, dass ich da mal reinschaue. Jetzt hat sich's natürlich ergeben, dass ich gerne streame. Na, tue ich ja gern. Und das, was wir hier machen, ja, Videos anschauen von anderen und meine Videos, die ich produziert habe. Was denn los mit dir? Fluxikowski, danke. 12 Monate schon. Der 12. ist der wichtige, habe ich mal gesagt. Auf jeden Fall hat sich ergeben, dass das so einspielermäßig immer wieder werbungstechnisch für andere ist. Und so werden wir es weiter behaupten. Nur kann man halt wahrscheinlich ab nächstes Jahr werde ich dann öfter streamen. Kann sein, dass ich das dann
einmal in der Woche, zweimal, alle zwei Wochen mache. Ist dann auch, heißt wahrscheinlich weiterhin Amass Metal, ist dann keine große 1,5 Stunden Show, 2 Stunden Show, die ich danach auf YouTube lade, sondern es bleibt ein Stream, in dem wir uns gemeinsam Videos anschauen. Und zwar von anderen Metal-YouTubern. Einfach geballte Metal-Kraft auf Twitch weiterführen. Das Ganze ein bisschen ausschweifender und abendfüllender vielleicht, denn warum nicht? Also noch mehr für andere Werbung machen hier und da. Und dass wir für YouTube wieder extra, ich sag's mal, Formate entwickeln, weil mir das immer schon Spaß gemacht hat. Und eines davon haben wir ja schon mal auf Twitch gemacht. Und da wollen wir euch jetzt heute mal wieder reinschnuppern lassen. Das ganze Video gibt's dann heute Nacht noch auf unserem YouTube-Channel, Daxifler. Wir schauen uns aber erstmal an, ob euch das eventuell gefällt, dieses Format. Es ist wieder Bandcamp-Roulette-Zeit. Ihr wisst, der eine oder andere weiß, was wir da gemacht haben. Und wir schauen uns jetzt mal einen Teil davon an. Ich brich dann einfach mittendrin ab, denn ihr könnt das Video dann komplett anschauen und dann auch bewerten. Sollen wir dieses Format mal auch professioneller gestalten? Und sollen wir das öfter machen, weil es einfach cool ist. Und es hat was mit Support the Underground zu tun. Wir schauen uns jetzt mal an, was der Felix und ich da geleistet haben. Es ist, Bandcamp Roulette ist so mal unser Übungsname. Und ich gebe mir jetzt einfach Applaus. Das ist zwar wahnsinnig ekelhaft, aber das mache ich gern. Ein Ping da draußen an alle. Und wir gehen rüber und schauen uns mal Bandcamp Roulette an. Sagt mir bitte, ob es euch gefällt. Wir können natürlich auch noch ein bisschen was an dem Format ändern und die Regeln ändern. Aber wir schauen es uns jetzt an. Ping. Herzlich willkommen da draußen zu einem Einspieler der besonderen Art. Heute in Amass Metal gibt's etwas, was wir schon mal live gemacht haben, der Felix und ich. Ihr seht ihn da drüben. Ich bin hier. Hallo. Und zwar Bandcamp Roulette. Woo! Yeah. Woo! Und was bedeutet das? Wir schauen uns auf Bandcamp ein bisschen um. Ihr seht hier auch schon die Startseite. Und wir versuchen uns hier mal durchzuklicken. Wir geben ein Metal und suchen hier vielleicht nach der einen oder anderen Band. Ziel ist es eigentlich, dass wir heute hier Geld ausgeben. Also zumindest ein Album oder vielleicht kaufen wir uns auch zwei. Mal schauen. Schaut mal. Ihr bekommt es mit bei Bandcamp Roulette, der neuen Rubrik in Amass Metal. Ist doch schön, oder? Yay. Ich habe dich jetzt ein bisschen überfallen, Felix. Ja, du wusstest nichts davon. Ach, das ist okay. Gut. Für Bandcamp bin ich schnell vorbereitet. Genau. Also du hast was für mich schon mal vorbereitet? Genau, ich habe ein paar Recommendations, wie es so schön heißt, per E-Mail bekommen, weil ich ja immer mal wieder auch auf Bandcamp was bestelle, was so insgesamt passt. Und da sind wirklich Recommendations dabei, von Rock über Death Metal bis zu Black Metal, Heavy Metal. Ach, querbeet, wirklich komplett querbeet. Deswegen, ja, da sind auch viele Sachen dabei, die ich definitiv überhaupt nicht kenne. Ja, dann tu doch gleich mal eine Band her, die du überhaupt nicht kennst. Ja, womit fangen wir denn an? Ich habe hier was. Ich habe Black Metal, ich habe Heavy Metal und ich habe Hard Rock. Und so ein Dreien-Ziffi. Lass uns Black Metal machen. Black Metal, dann ist das die Band Grima. Schreibt man? G-R-I-M-A. Grima. Bei Rotten Garden, kann das sein, das Album? Hab ich einen Durst. Artist, Moment. Rotten Garden ist ein Album. Spirit, Live genau, in Moskau. Genau, das Live in Moskau, das ist das, was mir empfohlen wurde oder was die Recommendation bei mir war. Keine Ahnung, wie Grima ist, was Grima genau ist. Grima ist Two-Person Endover Wilhelm and Morbius that has existed since 2014 gibt es die Band. Ein Studio-Only-Projekt. Warum gibt es dann ein Live-Album, frage ich mich. Gut, wollen wir reinhören in The Rotten? Wollen wir live anhören oder wollen wir Rotten Garden anhören? Och, ich würde sagen, da hören wir doch mal Rotten Garden an.
Und dann gibt es noch Devotion to Lord ist 2020. Das ist, ich bin gerade parallel bei Geschenke. Devotion to Lord ist von 2015. Danke, Schwabo. Danke. 2021. Okay, dann nehmen wir 2021. Ja, und es soll Atmospheric Black Metal sein mit den Themen Nature und Paganism. Also du hast jetzt die Auswahl zwischen einer Zahl von 1 bis 7. Dann nehmen wir doch mal die Dry. Die Dry. At Dry. The Foot of the Red Mountains. 4 Minuten 42. Recht kurz für ein Black Metal Lied, würde ich jetzt sagen. Ja, gut. Kennen wir schon längere. Anhören. Black Metal. Obviously Black Metal. Das ist so wie Teilnehmerurkunde, das ist nichts wert. Ja, wie beim Bundesjugendspielen. Vielen Dank für dein Follow. Managarin, Managarm. Danke. Ist das der Quetschen? Es klingt sehr stark danach, würde ich mal behaupten. Ja, hat ein bisschen so Schiffsvibes, also so, ja, so, was schon, so Piratenmäßig. Quetschkommoden halt, genau. Auch, sagen wir mal, ein schönes Beiwerk für jetzt Black Metal. Ja. So. Und ich würde sagen, das war's mit dem Reinschnuppern in dieses Format. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich kenne dich vom Tetzel. Vielen Dank. Sag dem Tetzel dann schönen Gruß, wenn du mal wieder in seinem Stream bist. Wie hat euch dieses, also ich sag mal, es reift ja noch. Dieses Format reift ja noch ein bisschen. Der Felix und ich haben uns gedacht, wir wollen ein bisschen mehr Support geben. Wir wollen Bands, die wir quasi auf Bandroulette finden, natürlich auch monetär unterstützen, dann denen ihr Album kaufen. Jetzt dieser Ausschnitt, diese Band hat uns da, an dem Abend haben wir 3 Bands angeschaut. Dieses Video dauert insgesamt 17 Minuten, deshalb tue ich es natürlich hier kürzen. Aber wenn ihr euch das anschaut, jetzt dann vielleicht nach am Mass Metal oder so, könnt ihr euch das auf YouTube anschauen und dann könnt ihr das da nochmal bewerten, vielleicht mal die 3 Bands mit anhören, welche euch am besten gefallen. Denn vielleicht lassen wir auch euch entscheiden, welche Band wir unterstützen sollen. Denn wir haben zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch keine der Bands unterstützt. Also wir schauen uns immer 3 Bands an und ihr entscheidet, von welcher Band wir uns ein Album kaufen sollen, oder? Felix, was sagst du dazu? Ich glaube, das ist ein guter Deal. Also, schreibt es dann unten in die Kommentare, wenn ihr das Video angeschaut habt. Und dann freuen wir uns darauf, dass wir dieses Format vielleicht noch öfter machen können. Dann haben wir nicht nur Reactions, sondern auch Supporting noch mehr dabei. Und ja, im Grunde genommen kommen die CDs, die wir da kaufen, dann wieder in die Verlosung, die wir heute auch anders gestalten werden. Denn wir wissen ja noch nicht, was wir verlosen. Ich weiß nur, dass letztes Mal jemand gewonnen hat und das Lied erraten hatte.
dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß. Aber ich habe ihm schon was vorbereitet und ich habe es auch als E-Mail noch gespeichert. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Hatten wir das letzte Mal auch ein Was wird gespült? Habe ich da was gespült? In der August-Fassung? Ich bin heute so gar nicht vorbereitet, aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich viele Kommentare gekriegt habe, also whatever. So, hier. Denn derjenige, der mir geschrieben hat, ich suche jetzt schnell einen Namen raus, weil ich das geht ganz fix hier. Mittlerweile habe ich wieder Akku am Handy. Ich gehe schnell auf meine E-Mails. Dann schaue ich hier rein. Dann sollte da auch irgendwo der Name stehen. Zack, zack, zack. Nee, das war eine Einsendung einer Band. Es haben sich wieder Bands gemeldet übrigens. Genau. Der Emanuel Schuller hat sich gemeldet bei mir. Und der hat nämlich gewonnen. Hab nicht ich das letzte Mal gewonnen? Nein, Flexo hast du nicht. Genau, auf jeden Fall, dieser Herr hat mir natürlich dann auch geschrieben, was hätte er denn gern für Bands? Weil ich frage ja dann immer nach, wenn ihr schon gewinnt hier, dann will ich auch wissen und euch was schenken, was ihr wirklich wollt und was euch gefällt. Und dann hat er geschrieben, ja, ja, bis so Amon Amarth, Asenblut, Varg sind so ein bisschen zu Pagan, ein bisschen so Melodeath. Ja, und ich habe es mir halt nicht nehmen lassen. In erster Linie bekommt er einen FDGL Summercamp Becher, den unser Verein tatsächlich der Verlosung spendet. Applaus an dieser Stelle. Bitte auch im Chat. Unser FDGL Verein hat diesen Becher gespendet für die Verlosung. Der bekommt einen Festival Becher von unserem Verein. Ist doch geil. Und dann, ja gut, ich habe heute jetzt einfach mal drei Alben geholt, gell? Das neue von Varg, also Zeichen. Und Asenblut, Berserker. Ich weiß ja nicht, ob er die Alben schon hat, aber das ist mir auch egal. Und die wilde Jagd. Ich schätze mal, es ist in seinem Sinne. Dazu bekommt er noch ein Lordi-Shirt, was ich seit Ewigkeiten rumhängen habe. Warum ein Lordi-Shirt? Weil ich es halt rumhängen habe. Und dann der übliche Stuff. Also einen Dark Siffler-Patch, einen Dark Siffler Metal Family Ultras-Patch. Und ja, Aufkleber en masse und wie auch immer. Das bekommt er. Das schicke ich ihm zu. Und warum? Weil er bei Amos Metal gewonnen hat. Jetzt habe aber ich dieses Mal nichts vorbereitet. Also ich kann euch keine Frage stellen. Und ihr könnt antworten und eventuell dann an einer Verlosung teilnehmen. Denn ich habe was anderes für euch. Wir machen das anders. Wir machen das dieses Mal einfach anders. Und das müssen wir jetzt erst testen. Wir müssen das erst testen und dann können wir das miteinander durchziehen. Es geht nämlich um Folgendes. Ich habe hier ein schönes Tool vorbereitet. Und dieses Tool weiß, wer im Chat schreibt. Ne? Aufgemerkt, das Tool überwacht euch. Wenn ihr jetzt in den Chat schreibt, Ausrufezeichen, ich bin ein Ultra, alles zusammen, dann könntet ihr das jetzt mal testen. Und dann sehe ich, ob ihr da jetzt dann gleich mit in der Verlosung teilnimmt. Ausrufezeichen, ich bin ein Ultra. Könnt ihr mal austesten? Ja, wohl. Ich sehe die ersten Namen hier reinfliegen. Ich zeige es euch natürlich gleich direkt. Hier an dieser Stelle. Seht ihr, da ploppen eure Namen auf. Da. Ausrufezeichen, ich bin ein Ultra. Steht da nochmal. Genau. Und wenn ihr da alle eure Namen drinstehen habt, jeder, der mitmacht, darf natürlich jetzt was gewinnen. Ihr seid live dabei und habt die Chance, jetzt was zu gewinnen. Ist cool. Was ihr gewinnt, entscheidet ihr. Also ich schreibe euch dann an dementsprechend und frage euch natürlich, hey, wie schaut's aus? Was für Bands liebt ihr so? Und dann weiß ich das und dementsprechend versuche ich das Geschenk natürlich an euch dann so zu geben. Also sind wir jetzt alle hier, die wir mitmachen wollen? Hier? Denk schon, oder? Können wir ja jetzt mal machen. Wollen wir erst einen Testlauf machen oder wollen wir gleiche für die Vollen gehen? Denn es ist nämlich jetzt so, dass wenn ich jetzt da drauf drücke, auf Animation starten, dann kommt da ein großes Getier. Und der Name wird ausgelost. Und wenn ich dann auf Start da drüben drücke, das seht ihr jetzt nicht, da ist noch so ein Knopf, dann habt
derjenige, der gelost wurde, 30 Sekunden Zeit, in den Chat einfach irgendwas zu schreiben, sodass das Programm wieder merkt, der ist ja auch im Chat vorhanden, der Typ oder die Frau oder das es. Und dann, wenn ihr schnell genug wart, 30 Sekunden ist eine echte lange Zeit, wenn man drauf wartet, dann habt ihr die Möglichkeit, das zu gewinnen. Also pass auf, wir machen das Folgendes. Ich drücke jetzt da drauf und wir beginnen einfach. Ich finde, das ist jetzt schön angemessene Leute hier. So ziemlich jeder ist dabei, der dabei sein mag. Also drücken wir halt einfach mal drauf. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich da drauf drücke. Also ihr habt jetzt die geile Mucke nicht gehört. Gewonnen hat natürlich jetzt Sweet Angel Michi, aber es könnte ja bei, also es ist normalerweise bei größeren Streamern ist es natürlich jetzt der Fall, hey, tausende von Leute haben mitgemacht. Ist das Spam? Deshalb hast du jetzt die Möglichkeit, Sweet Angel Michi, wenn ich jetzt da auf diesen Knopf drücke, dass du innerhalb von 30 Sekunden nochmal in den Chat schreibst. Warte kurz. Denn die Animation ist einfach so geil. Oh, ich weiß natürlich, dass du jetzt gewonnen hast, aber wir spielen es trotzdem einmal durch. Und go. Sehr schön. Sehr schön. Ich sehe, es hat funktioniert. Sweet Angel Michi, schreib mir auf Instagram nochmal deine Adresse, dann schicke ich dir was. Wir schreiben und schreiben quasi, was du denn gern hättest. Du hast damit diese Folge Hammer's Metal gewonnen. Das ist doch cool, oder? So können wir doch das jetzt machen. Und so werde ich künftig mehrere Dinge verschenken hier. Alle mal herzlichen Glückwunsch und Sweet Angel Michi in den Chat natürlich, denn wir freuen uns. Hier gibt's keine Neider, hier gibt's nur Freude für die anderen. Und deshalb freue ich mich, dass du gewonnen hast. Und ich finde, das ist eine coole Art. Ich habe nur gesehen, man muss den Bildschirm ein bisschen ändern, damit man auch alles sieht. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Denn auch dafür gibt es ein neues Format. Ich möchte hier ab und zu mal was verschenken, weil ich habe so viel Klump rumstehen und CDs, die ich mal verschenken, verlosen möchte. Und das ist eine coole Art und Weise, wenn wir im Stream live sind. Deshalb auch vielleicht mal zweiwöchig Mass Metal oder so wieder, das nicht so lang braucht. Genau, Fluxikowski. Jetzt brauche ich mir keinen Namen mehr merken. Genau das ist der Grund dafür. Aber weil ich das Ganze hier ja nicht alleine feiere, das Ganze nicht alleine steuere, das Ganze nicht alleine mache, sondern auch andere daran beteiligt sind, möchte ich jetzt den Shepard Talk abspielen lassen. Die Leute vom Shepard Core, ihr wisst Bescheid, da kann man den Merch kaufen, den ich immer so mache. Gibt gar nicht viel gerade, aber schaut trotzdem mal bei shepardcore.de vorbei. Oder komm, oder wie auch immer. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung auf YouTube und ansonsten halt irgendwo hier auf Twitch zu finden. Ganz cool. Wir gehen rein, wir schauen uns jetzt die Shepard-Leute an und schauen mal, was die Metal School in Nürnberg so macht. Applaus, Applaus, Applaus. Mir fehlen selten die Worte, aber jetzt. Was? Hi, ich bin der Sascha von der Metal School und ich bin heute zu Gast beim Shepard Talk. Ping! Du darfst diesmal eröffnen, wenn du möchtest. Ich weiß gar nicht wie. In welche Kamera schaue ich überhaupt? Hallo da draußen, liebe Shepard Talk Freunde. Wir sind heute
unter anderem der Ecki und unseren bisher zu Gast beim Sascha. Jawohl. In der Metal School in Nürnberg. Richtig. Da haben wir es uns jetzt mal bequem gemacht bei sommerlichen 40, 50, 60 Grad. Es steigt unweigerlich. Es ist sehr warm und wir sind froh, dass wir einen neuen Sponsor bekommen haben, der uns jetzt immer mit köstlichen, kalten Getränken versorgt. Und zwar unser lieber Kollege von der Schanzenbräu mit seinem Rotbier oder auch Helles. Das werden wir jetzt öfters mal sehen und genießen. Und deshalb geh aufs Ganze. Aber auch andere Biere sind gut, wollte ich an dieser Stelle einfach mal kurz gesagt haben. Ping da draußen, ich stoße mit euch da draußen an. Ich trinke tatsächlich ein Meisterhell, auch fränkisches Bier. Ping. Geh aufs Ganze. Trink eine Schanze. Sehr schön. Sascha muss doch fahren, der trinkt nichts. Prost. Sascha, erstmal schön, dass wir da sein dürfen. Ja, freue ich mich. Wir haben recherchiert. Um Himmels Willen. Ja, du machst seit 25 Jahren magst du Musik. Ja. Kann man zumindest nachlesen, ob stimmt. Das, ich hoffe mal, du hast uns nicht angeflunkert. Ja, ich weiß auch nicht, wo du bei deiner Recherche überall rausgekommen bist. Überall. Ich in Indien. MySpace und ach du Scheiße, MySpace gab es ja auch mal. Ja, ja. Du warst auch mal in, oder hast schon einigen Bands gespielt, unter anderem Necropsy, Obsidians, aktuell nicht aktiv bei The Weeps. Ganz genau, ja. Aber was mich interessieren würde, wann hast du angefangen, Instrumente zu spielen? Beziehungsweise, was war dein erstes Instrument? Wann war das? Und was war der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, Musik, das ist es? Ha. Also, mein erstes Instrument war natürlich die Blockflöte in der 4. Klasse. Oh Gott. Ja. Und wisst ihr was? Ich fand's geil. Also ja, mir war es komplett wurscht, was ich da mache. Hauptsache halt eben, ich dudel auf irgendwas rum. Einfach weil es Spaß macht. Okay. Ja. Klar, da hat man eben Folklore-Songs runtergeholzt, aber war mir wurscht, weil an und für sich, das war Dingsbums und das Dingsbums musste man bedienen, so dass hier irgendwas dabei rausgekommen ist. Und das fand ich eigentlich schon immer cool. Und dann hatte ich, glaube ich, mit 13 mal für ein halbes Jahr lang Gitarrenunterricht. Da habe ich da vermeintlich nichts gelernt, aber komischerweise hat sich dann daraus irgendwie auch noch eine kleine Nebenkarriere als Gitarrist ergeben. Und richtig mit dem Musikmachen angefangen, also so Musik machen, wie ich es eigentlich machen wollte, also Metal halt. Das war 97, glaube ich, war das. 97, und zwar habe ich da in der S-Bahn einen Typen getroffen und der hatte nämlich ein T-Shirt von einer meiner All-Time-Favorite-Bands an, nämlich von Integrity. Gute, so wird's mich jetzt auch gehen. Cleveland Hardcore-Band. Ich bin natürlich begeistert zu dem hingesprungen und hab den angequatscht und hab gesagt, halt eben, ich würde echt gerne mal in der Hardcore-Band schreien. Und dann hat er mich kurzerhand halt eben zu seiner nächsten Bandprobe eingeladen und da begann quasi das, wo ich dann Zugang zu der Nürnberger Musikerszene hatte. Mhm. Da war ich bei der Band und dann haben wir da einfach erstmal rumgejammt und rumgeschrien. Und das war dann auch diese Sphäre, diese Clique, in der ich dann nach und nach die ganzen Nürnberger Nasen kennengelernt habe. Mhm. In dem Rahmen habe ich dann letzten Endes auch den Basti vom Wähler kennengelernt. Und mit dem habe ich dann mehr oder minder dann erst richtig ernsthaft angefangen, Musik zu machen. Hast du dann all deine Instrumente erst einmal autodidaktisch gelernt oder hast du wirklich auch dann Unterricht genommen und gesagt, jetzt für das Instrument fange ich sofort mit Unterricht an und bringst mir selber erst gar nicht bei? Nein, ich habe erstmal autodidaktisch angefangen und immer wenn ich nicht weitergekommen bin, dann habe ich einen Coach bemüht. Hm. Und schon sehr bald hatte YouTube die Coaches ersetzt. Weil du lernst ja hier in deiner Schule tatsächlich Schlagzeug, Gitarre, Bass und Gesang. Und Schrei, jawohl. Und Schrei, genau. Also sogar fünf Instrumente. Ja, eben. Ja. Also ein bisschen voll abgedeckt. Also ich habe mir im Laufe der Zeit eben alles drauf geschafft, vor allem letzten Endes bei meinem Solo-Projekt bei Obsidian. Da habe ich ja alles eingesungen, geschrieben, gespielt. Hm. Und im Rahmen dessen habe ich jetzt einfach so viel gelernt, dass ich einfach festgestellt habe, dass es für vor allem Anfänger nicht nur reicht, sondern dass es für die viel, viel näher und naheliegender ist. Weil klar, die werden nämlich zu einem Profi hingehen, stehen sie meistens erstmal wie ein Ochs vom Berg. Und ich hole die quasi genau dort ab, wo der Anfänger quasi steht. Mhm.
Also sprich, im Endeffekt geht es dann nicht darum, dass man hier jetzt unglaublich großartig zeigt, was man hier für ein großer Profi ist und was drauf hat, sondern dass man das, was man hat und den Weg, den man geht, so klein wie möglich runterbricht, damit auch der Letzte mitkommen kann. Okay. Also du passt es sehr individuell dann auch auf den Schüler an, wenn ich das richtig verstehe. Das läuft darauf hinaus, aber letzten Endes sehe ich meinen Job, mir Stoff zu erarbeiten und den so weit runterzubrechen, dass es auch ein Stück Brot versteht. Okay, also dann kommen wir jetzt quasi zu der, ich habe es da als Frage notiert, aber wir können es einfach noch auf den Punkt bringen. Das heißt, für mich als musikalischen Legastheniker, mir kannst du eigentlich alles beibringen. Ja. Stichwort Stück Brot. Stückwort Stück Brot, ja. Ganz genau, ja. Also ja, es geht. Man darf aber natürlich auch nicht die Erwartungen zu hoch schrauben. Mhm. Also sprich, mit Slayer auf Tour gehen wird für dich nicht mehr drin sein. Du bist wahrscheinlich auch schon zu alt für das. Muss ja als Nächste. Die Slayer gehen ja auch nicht mehr auf Tour. Ach so, deswegen, ja. Klar. Natürlich. Stimmt. Also ich mache es am Internet quasi so, dass ich die Leute frage, ob sie eine Band haben wollen. Dann organisiere ich ein paar Leute, mit denen sie zusammenspielen können. Was die wenigsten allerdings wollen, sondern die meisten wollen dann einfach nur Bestandsaufnahmen für sich machen und das machen wir einfach in Form von Videos. Das heißt, wir brechen das halt eben runter, so, dass sie mitkommen, studieren den Song ein und dann bauen wir darauf quasi ein Video, mit dem sie dann quasi sich selbst promoten können. Mhm. Oder zumindest mal zu Weihnachten ihren Eltern zeigen können, schau mal, das mache ich so in meiner Freizeit. Also meine Frage hast du dann eigentlich schon fast vorweggenommen, wie so eine Ausbildung abläuft bei dir. Das brauche ich dann ja eigentlich auch schon gar nicht mehr fragen. Ne? Ja, ja, nicht schlecht. Könnte ich vielleicht noch was zuvor schieben? Und zwar natürlich als allererstes wird Technik gelehrt. Okay. Also sprich, wenn du zu mir in die Probestunde kommst, dann machen wir in der Regel als allererstes einen Song. Und zwar egal wie motorisch. Sondern da machen wir, keine Ahnung, We Will Rock You, Warriors of the World United. Also solche Sachen halt eben... Die recht einfach auch zu erlernen sind wahrscheinlich. Richtig, ganz genau. Das soll aber an jedem Lagerfeuer funktionieren. Also wir fangen jetzt nicht an mit mit dem Opener von Painkiller, ne? Genau. Ja. Nee, machen wir nicht. Sondern wir machen dann halt eben echt eines der bekannten, ganz, ganz gemachten Nummern, die Grundbewegung erstmal nach sich ziehen. Mhm. Also sprich bei Warriors of the World of Night, das ist ja der gute alte Gustav. Gustav, 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 Jojo, ba, das hältst du mal 5 Minuten lang. Und wenn du das 5 Minuten lang gehalten hast, hast du deine erste Lektion schon gelernt. Tja, dann darf ich rein, weil jetzt, Sascha, deine Talente haben sich ja bereits bis Hollywood durchgesprochen. Und die Story von deiner Schule ist ja mit Jack Black verfilmt. Das ist ja hinreichend bekannt. Okay. Wie fühlt man sich denn, wenn man von so einer Koryphäe verkörpert wird? Übergewichtig. Ich muss meinen Praktikanten austauschen. Sehr sympathisch, die zwei. Finde den Fehler. Trommeln wird nichts mehr. Aber liebe Siffler-Community, ihr wisst Bescheid. Wenn es das Video taugt und wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, dann geht ihr nach der Folge Mass Metal auf dem YouTube-Kanal von Shepperchor oder bei shepperchor.de vorbei und schaut euch Link den Rest Chat von dem spaßigen Interview an. Bis dann. Schaut es euch an. Also im Rest der Pandemie habe ich tatsächlich... Jetzt habe ich wieder 3 Sekunden zu viel Zeit. Applaus! Ich weiß schon, warum, dass ich mir diesen Content gekauft habe. Ich poste jetzt einfach den Link. Geht das Video gleich online oder wie schaut's aus, Christina? Dann poste ich den Link gleich in den Chat. Würde ich dann gleich tun. Ich finde es auf jeden Fall mega geil, wie die immer ihre Interviews schneiden. Also ich bin ja kein geht gleich online, also hier. Ich bin ja kein Interviewer. Wenn ich Interviews mache mit irgendwelchen Bands oder irgendwelchen bekannten Menschen, die interviewenswürdig sind, sage ich jetzt mal, dann bin ich entweder betrunken oder wir spielen Spielchen. Und das ist auch schön, aber zeitaufwendig und meistens kommt da nicht viel drum rum, außer spaßiges, lustiges Video.
Inhaltlich ist halt immer. Und da kann man halt inhaltlich auch was rausziehen aus den Interviews vom Shepardcore. Deswegen schaut beim Shepardcore vorbei, abonniert den YouTube-Channel und schaut auf shepardcore.de, denn da gibt es natürlich auch schöne Dinge zu bestellen. Und Support the Underground ist ja, ihr wisst ja Bescheid, der Slogan vom Shepardcore. Und da könnt ihr Merch kaufen von Bands, die aus Nürnberg, Umgebung und so kommen und die unterstützen. Ich find's geil, Nürnberg Metal School habe ich vorher noch nicht gekannt. Jetzt weiß ich's, wo ich mal hingehe, um dem zu zeigen, dass ich nichts kann. Ha. Aber er hat ja gesagt, man kann auch als Nichtskönner erstmal hinkommen, um zu schauen, was man denn eigentlich kann. Das ist doch schön. Metal School in Nürnberg. Ich guck mal kurz, weil ich gerade halt da bin. Im Internet. genau. Und gehe hier mal auf metalschoolnürnberg.de. Gibt's nämlich. Und ich poste gleich hier natürlich den Link dazu auch mal. Wenn ihr dagegen seid, wenn ihr mal Bock habt, wenn sie mal Zeit habt, wenn ihr euch weiterbilden wollt in Sachen Metal, dann geht dahin und schaut mal, ob ihr instrumental vielleicht was Neues dazu lernen könnt. Ich kann was Neues dazulernen. Immer wieder, wenn ich früher, habe ich immer gern Werbung geschaut. Ich weiß nicht, ob ihr gern Werbung schaut. Ich war als kleines Kind immer in der Früh, bin ich aufgestanden. Ich bin so ein typisches Werbekind gewesen. Nicht umsonst bin ich quasi in das Influencertum irgendwie reingerutscht, was ja auch mit Werbung zu tun hat. Ich mache ja auch Werbung für Metal School jetzt zum Beispiel. Ich bin früher als Kind immer aufgestanden, samstags in der Früh zum Beispiel. Und das Erste, was ich gemacht habe, natürlich vor dem Fernseher gesessen, wenn die Eltern noch geschlafen haben. Und dann war ich da immer gesessen und habe aber nicht Fernsehen geschaut, sondern ich habe mir Werbung angeschaut tatsächlich. Wird mir heute noch immer wieder mal vorgeworfen, dass ich so ein richtiges Werbekind bin. Und weil, ich weiß nicht warum, vielleicht weil es kurzweilig war, weil es kurze Einspieler waren, die nicht zu lang dauert haben. Jetzt habe ich eine Metal-Show, die 2 Stunden dauert, aber das ist ein anderes Thema. Ja, auf jeden Fall habe ich jemanden gefragt im Internet, hey Bands, wer von euch hat eigentlich Bock mal einen Slot bei Amas Metal zu machen? Ich habe hier Werbesendezeit für Bands und keiner nutzt sie. Und dann hat sich eine Band bei mir gemeldet, die wir schon kennen auf dem YouTube-Channel. Und die wir auch schon lieben gelernt haben. Und ich lasse mal hier kurz ein Video ablaufen, beziehungsweise kein Video, sondern ich gehe mal kurz auf Spotify und dann schauen wir mal, ob ihr das Lied kennt, welches ich abspielen lasse. Ich muss es nur finden. Ich hoffe, es ist jetzt hier nicht da, aber pass auf, ich mach mal so. Genau. Weiß nicht, wer von euch das Lied kennt? Ja, letzte Woche. Nee, das ist ein Podcast, das war was anderes. warum hat es jetzt nicht geöffnet? Hier. Genau, hier ist es. Zur Warteschlange hinzufügen. Weiter. Schwabo weiß Bescheid. Haben wir schon 1000 Mal im Stream angehört, 100%ig. Und jetzt alle. Lost. Komischerweise singe ich da immer Lost in the Eternal Flame und das stimmt gar nicht. Der Text geht ganz anders. Aber Lost in the Eternal Flame. Gibt's ein Lied,
wo genau Lost in the Eternal Flame als Liedtext hat. Welches Lied ist das? Und wenn nicht, warum gibt's es nicht und warum schreiben wir es nicht? Genau, auf jeden Fall, diese Band hat sich natürlich bei mir gemeldet. Es ist Terra Atlantica und sie haben sich bei mir gemeldet und haben gesagt, ja, was soll man denn machen? Wie soll man jetzt Werbung machen? Ganz einfach, nimmt's ein Video auf. Sie sind in den Proberaum gegangen, nehmen ein Video auf, denn es gibt auch Neuigkeiten von dieser Band. Das war all das Lied, was ihr jetzt gehört habt. Und jetzt schauen wir uns mal den Werbeeinspieler an. Achtung, Werbung! Da. Moin moin, wir sind Terra Atlantica und befinden uns hier in unserem Proberaum. Moin. Falls ihr uns noch nicht kennt, wir sind eine Power Metal Band aus Hamburg und versuchen Mucke zu machen, so wie unsere Vorbilder Ed Guy, Avantasia, Rhapsody, Blind Guardian und so weiter. Wir haben jetzt auch schon 2 Alben rausgebracht, letztes Jahr. Nico, möchtest du vielleicht was dazu sagen? Genau, letztes Jahr ist unser Album im August erschienen über Pride and Joy Music und kam richtig geil an in der Power-Metal-Szene. Viele haben auch jetzt schon nachgefragt, so wann kommt euer nächstes Album und so weiter und so fort. Und ja, ich kann euch auf jeden Fall versprechen, wir sind dabei. Richtig, wir haben jetzt gerade ein neues Projekt am Laufen und zwar unser 3. Album steht an. Ist auch schon fertig geschrieben, muss eigentlich nur noch aufgenommen werden. Das Problem ist, uns fehlt noch ein bisschen die Kohle dafür. Freddy, was haben wir vor? Wie kriegen wir das hin? Ja, im Laufe der Corona-Pandemie konnten wir natürlich mit Edge of Steam nicht auftreten und dadurch ist natürlich unsere Kasse ein bisschen leer gelaufen. Und dadurch haben wir jetzt gesagt, wir starten jetzt ein Crowdfunding für unser 3. Album, das läuft jetzt auch schon. Da könnt ihr uns gerne unterstützen, es winken so Möglichkeiten mit Packages, mit CDs drin und mit Flaggen. Gewinne. Ja, Gewinne. Kommt zu uns, unterstützt uns, dann gibt's mehr geile Musik von Terra Atlantica. Richtig. Yay, geile Musik ist geil. Ja, das abschließende Wort hat unser Bassist. Was haben wir in der Zukunft noch vor? Ja, auf jeden Fall werden wir nächstes Frühjahr auf der Superpower-Tour von den Grey Knights Support spielen und wir hoffen sehr, euch alle dort zu sehen. Und ansonsten könnt ihr noch uns auf unseren Social-Media-Kanälen besuchen und auch dort freuen wir uns natürlich auf euren Besuch. Wo sind wir da so? YouTube, Facebook, Instagram. Dann übliche. Spotify. Aber noch nicht bei TikTok. Noch nicht. Oh, das ist ja mal eine Überleitung des Todes. Moin moin. Moin moin, sag ich da nur. Hey. Sehr geil. Applaus natürlich an die Terra Atlantica Jungs und bitte auch im Chat. Anteilnahme. Haben sie mega schön gemacht. Der Adrian schreibt, es fehlt auch ein Bildstabilisator. Macht nichts. Macht gar nichts. Meiner Meinung nach sollten die so billig wie möglich einfache Videos filmen können. Jeder da draußen, der Bock hat, in dieser Show Werbung für sich zu machen, ob es jetzt für sein Social Media ist, für seine Videos, für seine Band, für sein Label, für sein, keine Ahnung, kostet nichts. Schickt mir einfach eine Minute Video. Dann bestück ich 2 Stunden Show mit einzelnen Minuten Videos und das ist dann euer Sendezeit. Also kostet nichts. Noch nichts. Noch ist es umsonst. Wer weiß. Vielleicht kostet es ja irgendwann was. Wenn der Sifi abgehoben wird und denkt, wow, jetzt will ich endlich Kohle. Vielleicht. Wer weiß. Aber es ist ja jetzt so, dass die gerade was von einer Crowdfunding-Kampagne irgendwie so erzählt haben. Und Support the Underground war ja gerade schon ein großes Thema. Und Bandcamp Roulette ist ja auch sowas in der Art. Deswegen habe ich mir gedacht, schaust doch mal kurz rüber, oder? Was tun denn die da auf startnext.com? Den Link bekommt ihr natürlich instant hier gleich in den Chat. Da könnt ihr die Band supporten und wir schauen uns doch mal an, was sie wollen. Sie wollen 5.000 Euro? Okay, können sie haben. Haben sie schon bald beieinander, also 32 Unterstützer, sehr schön. Ich selber finde ja auch, die Band ist super. Das Lied habe ich, Atlantica, das Lied von ihnen, habe ich ja schon immer geil gefunden. Das ist ja auch auf meiner Lieblingsplaylist drauf. Und ja, schauen wir mal. Dankeschöns. Was haben wir denn hier? Donation for the Glory of Atlantis. Keine Ahnung. Package 1. Was ist da drin? Was ist das? Digital Download Version. Package 2. Eine Signed CD. Okay, da bekommt man das Album. Shirt mit dem neuen Album. Gibt es anscheinend noch kein Design. Und trotzdem, Package 3.
50 Euro dann. Sign City T-Shirt mit dem Albumcover und ein Plektron. Und dann geht's noch weiter. Also sie haben einiges geplant hier und ich würde sagen, wir nehmen einfach das 500er, oder? Book an Akustikkonzert. Also wenn wir alle zusammenlegen würden. Wie schaut's aus? Wollen wir die Band buchen? Ich weiß jetzt gerade im Moment leider gar nicht, wo sie herkommen, aber das können wir ja nochmal erfragen. Ich glaube aber trotzdem, dass die auch, wenn wir jetzt hier nicht buchen, die trotzdem mal irgendwann bei uns vorbeischauen. Ich denke auch, so Weihnachtsfeier wären sie natürlich toll. Wir könnten das jetzt auch über hier machen, dann müssten sie quasi kommen, dann zwingen wir sie dazu. Oder man schaut weiter. Also ich werde auf jeden Fall die CD unterstützen. Ich werd wahrscheinlich einen Fuffi oder so geben, definitiv. Weil ich die einfach mega sympathisch fand in dem Moment. Ich mach das. Ihr könnt es auch. Der Link ist im Chat. Und die Akustikparty, die können wir ja theoretisch auch bei mir im Wohnzimmer machen. Die können sie gleich in Bolle mitbringen, genau. Sehr schön. Ja. Unterstützt die Band Terra Atlantica und danke nochmal für euren Einspieler hier. Davon lebt diese Show und wir gucken jetzt endlich mal, weil wir gerade beim Thema Wolle waren, gucken wir doch jetzt mal eine Review an. Aber eigentlich wäre jetzt der perfekte Übergang gewesen, aber egal, da kommen wir danach zu. Jetzt schauen wir mal, was der Wolle sagt zu Revenger und wir applaudieren erstmal in den Chat für Terra Atlantica und für den Wolle und für mich. Und Ping an euch. Ich hole mir währenddessen noch schnell ein Bier, weil meins ist schon leer. Ping an euch trotzdem. Ja, Noachal ist noch drin. Und dann schauen wir mal. Der schaut schon wieder so böse. Oh. Rotten Noises TV mit dem Review zu Revenger. Hey ihr Titten, herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel Eine kleine Krachmusik und vor allem liebe Grüße und alle Hallo in Sifflers Livestream, denn die sehen den ganzen Kram jetzt zuerst, den Director's Cut, die längere Version gibt es dann aber am Mittwoch auf Rotten Noises TV, weil ich jetzt gerade nur 8 Minuten habe und ich möchte aber eigentlich ein bisschen mehr erzählen. Also guckt am Mittwoch einfach bei mir vorbei. Und heute geht es um sehr geilen Thrash Metal aus Walsrode. Das ist in Niedersachsen, glaube ich. Es geht um die Band Revenger und ob die einfach nur Sachen kopieren oder ob sie das Rad komplett neu erfinden, erfahrt ihr jetzt Olle? In dieser. Was ihr schon Bier? In dieser Review viel Spaß. Hat er nur 8 Minuten und dann verschwendet er es mit Lied. Ach ja. Ach ja, stimmt. Was ich letztes Mal gesagt hatte, Bier. Jetzt ich habe meiner Freundin einfach gesagt, magst du einen Kasten kaufen, den ich noch nicht kenne? Und dann hat sie was gekauft, was sie noch nicht kennt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das kenne. Also Dithmarscher kenne ich, aber ich glaube, ich kenne Urtyp und nicht Pilz.
bin mir jetzt gerade irgendwie nicht mehr sicher, aber... Na, los jetzt, mach auf. Achso, hatte schon. Mane in Holstein. Ping da draußen an alle. Zum Wohl. Ja, das Bier, ne? Nun zu der Band, worum sie eigentlich gehen sollte. Es geht um die Thrash-Metal-Band Ravager, wie ich gerade im Intro schon gesagt habe. Und wir haben natürlich, was heißt natürlich, eine Platte dabei. Es geht heute um das Album The Third Attack von Ravager, welches am... Erzähl ich gleich. Die Thrasher kommen aus Walsrode, Niedersachsen. Aber bevor ich jetzt noch mehr erzähle, kommen wir zu den Fakten. Gegründet hat sich die Band 2014, um Ende 2014. Damals gab es so ein bisschen andere Konstellation. Der jetzige Schlagzeuger hat noch Bass gespielt oder andersrum. Ich weiß es nicht genau, ich blicke da nicht ganz durch. Auf jeden Fall haben sie dann zwei Jahre später, 2016, ihre ersten vier Spieler EP rausgebracht. Anfang 2017 dann ihr erstes Album, wo sie dann lokal schon mal ordentlich was raushauen konnten. Und 2019 ihr zweites Album, was echt geil ist. Aber brauche ich euch ja natürlich nicht sagen, wie die heißen. Ihr könnt ja googeln oder YouTube oder Spotify. Keine Ahnung, ihr seid große Menschen. Die meisten von euch. Und das Album, das dritte Album der Thrasher-Bande. Ich weiß, was Quintett ist, ein Vierer. Was ist denn ein Fünfer? Es sind fünf Bandmitglieder, ganz klassisch. Gesang, Schlagzeug, zwei Gitarren, ein Bass. Pentet. Und die hauen auch nicht was raus. Das Album kam am 18.06. über Iron Shield Records raus. Das Albumcover wurde von Timon Kokot erstellt, der auch schon ein paar andere, für mich, namhafte Bands. Also ich habe zumindest immer von dem was gehört und kenne die Musik, wie zum Beispiel Sacrificed, Sculpture oder die wahrscheinlich bekannt ist von Darkness. Genre ist Thrash Metal, das habe ich oft genug gesagt, mit ein bisschen Punk drinne. Nee, Punk? Hardcore. Hardcore. Und was ich sehr cool finde, ist, dass der Drummer, André, nämlich nach dem zweiten Album war das, glaube ich, beim ersten, zweiten? Ich glaube, das zweite. Nach dem zweiten Album hat er sein eigenes Label gegründet, nämlich Thrashletic Records. Und dann haben sie einfach mal das Album halt in zwei verschiedenen Farben rausgehauen auf LP. Stimmt, jetzt sind fünf Leute. Und es ist irgendwie eine geile Sache. Jeder kennt wahrscheinlich den Ausdruck Begegnung der dritten Art. Und ich vermute mal, dass sie daraus dann einfach, weil da ist so ein UFO und da ist so ein Echsen-Alien-Krieger, da ist noch ein Raumschiff, da ist noch ein Raumschiff, da sind ganz viele Planeten, Sterne und so einen ganzen Bums. Dass sie daraus aus Begegnung der dritten Art dann einfach The Third Attack gemacht haben. So, irgendwie. Oder die meinen völlig was anderes und ich laber hier nur Dünnpfiff, das kann das natürlich auch sein. Will ich jetzt nicht großartig. Ne? Kann angehen. Aber jetzt kommen wir zu dem Part, der das ganze Ding eigentlich am wichtigsten macht. Natürlich die Musik. Worum geht's? Das ist so die Essenz der Review, weil was soll man sonst anders reviewen? Bier, aber das kommt später. Ja, was soll ich sagen? Es ist eine ballernde Nietenbombe aus den Oldschool-Zeiten des Thrash-Metals mit ein bisschen Hardcore-Attitüden garniert. Nur eben quasi New Wave of Oldschool-Thrash-Metal, wenn man so will. Gibt tatsächlich eine ganze Menge davon. Solche Musik funktioniert einfach immer. Also mit sowas kriegt man mich. Schreib mal bitte in die Kommentare, ob die schon jemand kennt oder schon mal live gesehen hat. Felix, von dir weiß ich, du kennst sie. Du hast die Platte ja auch. Schreib mal bitte in den Chat, in welche Farbe. Wir gucken uns nachher an, welche ich die habe. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei solcher Musik kriege ich so hart Bock auf Biersaufen. Das ist unglaublich. Viel doller als bei Death Metal oder bei... Schwabo hat die Grüne. Was anderes höre ich nicht. Scooter. Scheiße, es ist kalt. Nachdem das geklärt wäre, unser Kühlschrank funktioniert echt gut. Außerdem muss ich sagen, die fünf Jungs hauen wirklich eine glänzende Leistung raus. Alle Instrumente werden bis aufs Letzte beherrscht. Der Vokalist, ich glaube, es könnte für diese Band, glaube ich, keinen besseren geben, der quasi genau die Mitte zwischen Thrash und Hardcore trifft. Nicht, dass es nicht zu doll ist wie Agnostic Front oder halt auch nicht gleich wie Slayer ist oder sowas.
Man kann natürlich sagen, okay, sie erfinden das Thrash-Metal-Rad jetzt nicht komplett neu. Das auf jeden Fall nicht. Solche Bands hat es vorher auch schon gegeben, aber ich finde, sie heben sich doch noch ein Stück davon ab. Sie haben Energie, sie sind elangetrieben und haben richtig Bock auf das, was sie machen. Ein absolut saugeiles Album. Kriegt von mir eine 7,5 auf der Trichter-Skala. Ach komm, nee, machen wir 8. Machen wir 8 auf der Trichter-Skala. Das lohnt sich. Leute, Trichter! Kauft euch das Album, lasst die Scheibe auf eurem Plattenteller drehen. Lohnt sich. An alle Amars Metal-Zuschauer, tschüss, viel Spaß noch. Und am Mittwoch geht's an dieser Stelle weiter. Wir gucken uns jetzt nämlich noch einen Song an und wir gucken uns gleich nochmal die Platte an. Also, wir sehen uns an alle anderen. Es geht weiter. Hey ihr Titten. Herzlich willkommen. Hey ihr Titten. Sehr schön. Applaus! Ah, Wolle. Rotten Noises TV. Falls ihr diesen Channel noch nicht kennt, dann gucken wir kurz in dem Chat. Da verlinke ich den natürlich Rotten Noises TV. Wenn ich mir diesen Namen auch merken könnte, aber andere geht es wahrscheinlich mit Dark Siffler genauso. So, ich hau hier den Link in den Chat. Abonniert ihn. Cooler Dude, macht mega coole Reviews meiner Meinung nach. Und er ist einfach wahnsinnig sympathisch. Also ich erinnere mich immer zurück an meine Anfänge. Da war ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen sympathischer. Ah, zum Thema Anfänge. Es ist ja so, wir haben ja, ich mache ja YouTube und das ganze Zeug ja jetzt auch schon länger und bin ja auch gewisserweise ein bisschen Ziehvater von dem einen oder anderen Metal-YouTuber geworden oder YouTuberin. Also Leute dazu zu bringen, Social Media zu nutzen. Also für sich zu nutzen, für andere zu nutzen. Rotten Noises TV kommt jetzt in den Chat. Jetzt haben wir gerade dein Video angeschaut. Du bist wie immer zu spät. Junge. Aber hey, Titten. Servus. Schön, dass du hier bist und es doch noch geschafft hab. Ich wollte jetzt gerade überleiten zu einem, ja, wie wollte ich sagen? Genau. Ich bin ja so der ein oder andere Ziehvater, sage ich mal, von anderen YouTubern, die angefangen haben oder sich durch mich dazu inspirieren lassen haben, Social Media zu nutzen, da ein bisschen Reichweite aufzubauen und da vielleicht so das eine oder andere hier ein bisschen zu tun. Und da mache ich natürlich auch gern Werbung dafür. Das wäre ja jetzt unter anderem auch die der Schattenhall, haben wir schon mal gesehen, oder die Cora, die ja auch YouTube macht und Reviews macht und machen halt, die machen es halt noch, weil es richtig Spaß macht. Also am Anfang war es ja für mich auch und es macht ja immer noch Spaß, aber man muss sich schon teilweise, wenn man dann länger das Ganze macht, auch ab und zu mal zu einem Video zwingen, muss ich sagen. Jetzt nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Jetzt mache ich wirklich nur noch das, worauf ich Bock habe. Und das macht dementsprechend noch mehr Spaß. Und deswegen finde ich es umso schöner, wenn ich dann aus Versehen mal, ich sage jetzt mal aus Versehen, ein Social Media benutze, welches nicht so oft genutzt wird, aber in der Gesellschaft so weit verankert ist, dass jeder instant berühmt werden könnte, wenn er es denn nutzen würde. Ist TikTok. Ihr wisst Bescheid. TikTok ist so das Ding momentan. Ist der Shit. Habe ich auch mal gemacht. Ich mache da ab und zu mal, ich lade da meine Instagram-Reels, tue ich da Zweifler werden, also ist halb so wild. Reichweite aufbauen für mich ist nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Ich habe euch als Community, ihr seid mega geil. Und ja, aber trotzdem habe ich da jemanden gesehen und dann habe ich mir gedacht, die kennst du doch. Die kennst du doch, die ist doch bei uns in der Community dabei. Die Sinatari ist auf TikTok aktiv. Also aktiv als TikTokerin. Und ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, das muss ich euch zeigen. Nicht, weil ich sie jetzt irgendwie an den Pranger stellen möchte, weil ich das so lustig finde, was die macht, sondern ich finde einfach, dass sie es geil macht. Also wirklich, ohne Scheiß, ich finde es, ich habe es ja auch schon gemacht und habe so Lippensynchron so glump gemacht. Aber sie macht es mega gut. Und das kann ich euch zeigen. Moment, ich gehe kurz aus dem Bild.
Das schauen wir uns kurz miteinander an, dauert nicht lang, sind zwei TikToks, die ich euch zeigen möchte, die sind mega gut gemacht. Ihr kennt vielleicht den Hintergrund des ersten, wer es noch weiß, das war, pass auf, waren das nicht die EMP-komischen Typen, die da irgendwie so, Till Lindemann, genau, irgendwas mit Till heißt es doch, so ich will, Till, wer das noch kennt auf YouTube, genau, gibt's auf TikTok auch. Viel Spaß damit. Also ohne Schmarrn, meinen Respekt hast du, mach weiter so, weil ich feiere es total. Einfach nur geil. You're looking good, man. Trockene Semmel, wie mir scheint. Wie haben sie gemeint? Niemand gab mir Marmelade. Trockenes Brot verschling ich gerade. Verzeihung, was fehlt denn zu Ihrer Zufriedenheit? Butter. I'm too emotional. Your apathy is like a wounded soul. Maybe I'm too emotional. Or maybe you never get it all. For you, you can't be and help me. Not me, if you ever cared to ask. Good for you, you're doing great out there without me, baby. Like a damn sociopath. I lost my mind, I spent the night crying on the floor of my bedroom. But you're so unaffected, I really don't care. But I guess good for you. Da muss ich gleich nochmal auf meine Applausknöpfe drücken hier. Also ich finde es schön, du darfst gerne deinen Link hier posten. Ich kann jetzt leider keinen Link von dir posten, aber du darfst es gerne selber tun. Ich freue mich immer wieder, wenn Leute auf diesen Social-Media-Zug aufspringen und was versuchen, was Neues. Und wenn es dann auch noch geil ist und gut umgesetzt ist, also gerne mach mehr davon. Wir werden mehr davon hier zeigen. Wenn wir dürfen, machen wir das gern. Ich schaue mir sowas gern an. Und wenn du beim Produzieren so viel Spaß hast, wie wir beim Anschauen, dann ist das eine Win-Win-Situation. Und von dem her, mach mehr, poste einen Link und dann sehen wir dich hoffentlich hier öfter. Mach mal ein paar Metal-Sachen auch so, dass sie auch zur Show reinpassen. Wär echt cool. Ja. So viel zu dem Thema, Content von anderen klauen und hier zeigen. Mein Respekt hast du, wie gesagt. Ich habe hier aber noch was anderes für euch, denn gleich kommen wir erstmal, wir kommen jetzt erst zum Festival und dann schauen wir uns an, welche Festivals es dieses Jahr noch gibt, denn ich habe welche vorbereitet für euch. Und dann kommt Kalenderblatt ja auch noch. Boah, wir pickepacke voll hier heute. Ist wie immer, Mass Metal ist ein Sammelsurium an metallischen Ergüssen. So, wir beginnen mit dem Adrian und der Heimburger Metalnacht. Schauen wir doch mal rein, was das ist. Und Ping natürlich. Ihr dürft das Trinken nicht vergessen. Ping da draußen. So. Adrian von Tod gehört hier und ich wollte euch heute mal auf dem Heimburger Metalnacht Festival 2021 ein bisschen rumführen. Fangen wir an mit dem Zeltplatz. Ihr seht, ein kleiner, aber sehr schmucker Zeltplatz hier mitten in einer wunderschönen Kulisse. Hier sehen wir den Harz im Hintergrund. Da ist ein Ausläufer an Auen und Weiden. So, gehen wir jetzt mal Richtung Festivalgelände. Instant Festival Feeling. Ja, Hygieneregeln. Was war da gestanden?
Bitte offiziellen Nachweis oder tagesaktuellen negativen Test vorzeigen, Kontaktformular ausfüllen, Maske auf und Ein- und Ausgang an den Verkaufsständen im Toilettenbereich und wenn Sie keinen Mainz, Mindestenabstand von 1,5 möglich ist, Händedesinfektion, Hust- und Niesetikette beachten. Bitte waschen Sie Ihre Hände nach dem Scheißen und vor dem Essen. Danke. Genau, schön. Ja, Hygieneregeln. Lustig natürlich, dass der Adrian vorher noch selber geschrieben hat bei den Terra Atlantica-Leuten, dass sie Shaky Cam haben und er selber auch keine Steady Cam nicht hat. Okay, dann war es nicht ganz so ernst gemeint gerade. Jetzt kommt gleich die Bühne. Mal mega schlau. Oh, das ist hier nochmal. Wo kommt die jetzt her? Trockene Semmel, wie mir scheint. Wie haben sie gemeint? Niemand gab mir Marmelade. Trockenes Brot verschling ich gerade. Verzeihung, was fehlt denn zu Ihrer Zufriedenheit? Butter. Dieser Blick am Schluss ist einfach so. Das Programm hat es einfach wieder abgespielt. Sorry. Zum Festival. Heimburger Metal Nacht Festival. Danke, Adrian, auf jeden Fall. Kriegst du einen 14-sekündigen Applaus von verliehen. Solche Einspieler finde ich immer mega. Die sind nicht schwer zu erstellen. Jeder, der auf dem Festival ist und sagt: Hey, ich möchte für Mass Metal mal kurz was vom Festival zeigen und jeder Handy in der Hand hat, dann im Querformat, gell Felix, im Querformat, einfach mal so gehen und filmen und wir können dann gemeinsam, also man merkt es ja jetzt selber, man schaut sich das an und denkt sich, ich will dahin, ich will auch auf ein Festival. Dieses Wochenende ist übrigens ein Festival, gell? Das ist, welches ist dieses Wochenende? Thor's Hammers Festival? Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich komme gleich noch zu Festivals, die auf jeden Fall stattfinden. Und wollte nur sagen, ich fand's geil jetzt gerade, dass das Gelände abschüssig ist zur Bühne.
dass man, egal wo man sitzt, steht, wie auch immer, dass man das dann auch findet. Finde ich cool. Und von dem her ist dieses Festival auf jeden Fall promotenswert, wie ich das immer sehr gern sage. Also danke dafür. Black Hülben muss da auch gespielt haben, die Band vom Adrian. Und es muss anscheinend ein geiles Festival sein. Haben wir auf dem Schirm, vielleicht gehen wir da nächstes Jahr mal hin. Mal gucken. Jetzt schauen wir uns auf jeden Fall erst einmal an, was denn dieses Jahr jetzt demnächst erstmal sonst noch so stattfindet. Alles weiß ich natürlich nicht, aber wenn ihr was wisst, schreibt es mir auf Instagram, schickt mir da eure Nachrichten und Bilder und Flyer und ich promote es dann in der nächsten Amass Metal. Wir schauen uns mal hier an, was denn dieses Wochenende stattfindet. Denn wie gerade schon gesagt, es ist das Thorshammer Festival findet gerade eben statt. Macht jetzt keinen Sinn mehr, dass ihr da heute noch hinfahrt, denn es ist ja quasi dann heute vorbei. Außer ihr wollt noch, vielleicht, keine Ahnung, könnt ihr da noch einbrechen. Und was weiß ich, Asenblut hat schon gespielt. Nee, stimmt nicht, Asenglut hat gespielt. Fand ich lustig an der Stelle, dass der Flyer, dass da der Name falsch steht. Also der Tetzel hat da gespielt mit seiner Band. Auf jeden Fall, genau, dieses Festival fand statt jetzt das Wochenende, was morgen stattfindet. Wenn ihr morgen noch nichts zu tun habt und zufällig in der Nähe von Nürnberg seid, morgen findet das Torture Slave Konzert im Biergarten im Z-Bau statt. Das ist ein Shepardcore-Event, welches ich hier an dieser Stelle natürlich gerne promote. Torture Slave, die Band, war schon mal in einem der Shepardcore-Interviews zu sehen. Schaut es euch nochmal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Mega geile Band, supportenswert. Natürlich kann man deren Merch auch auf shepardcore.de kaufen. So, dann haben wir noch, was ist denn noch? 1.10. ist ja dann auch schon bald, der 1.10. Da wären wir jetzt beim Meet and Greet Festival, wo komischerweise viele andere Metal-YouTuber auch am Start sind. Also ich glaube, der Tigger ist auf jeden Fall da. Der Vary Lukas macht sogar ein Livestream-Event. Ich glaube, er ist Moderator des Livestreams von Meet and Greet. Wir schauen uns auf jeden Fall, schauen wir, dass wir herausfinden, wo dieser Stream stattfindet. Und dann gucken wir das an. Bands spielen hier, sieht man ja, kann man ja hier lesen, Cantus Levitas, sind mehr so Toron, die auf jeden Fall, die kennen wir ja. Das sind die bayerischen, von der Seite muss ich da hin, geht das? Nee, geht gar nicht. Ich komme da gar nicht so weit drüber. Ah, Toron, die auf jeden Fall eine bayerische Parkour-Metal-Band. Ist mehr so Pagan und Mittelalter, denke ich mal. Die meisten Bands kenne ich nicht. Heidevolk ist ja auch am Start, Finsterfrost, Obscurity, Stormseeker. Ja. Meet and Greet, geht's da hin? Ist was los? Am 1. und 2. Oktober könnt ihr da lesen. So. Hiermit habe ich dieses Event auch promoted. Dann haben wir aber noch wann ist das? 9. Oktober, am Samstag, im Airport Obertraubling. Und das ist was, wo ich vielleicht eventuell, schauen wir da mal hin, mal schauen, vielleicht haben wir Zeit, vielleicht auch nicht. Mosher's Night wäre wieder. Das ist quasi die Metal-Disco mit dem Schnapsi. Der Mosher's Night Schnapsi. Da ist danach immer so Strip-Show und was weiß ich was. Dann, wenn man Glück oder auch Pech hat, wer weiß. Ich bin eher so der Typ, der hat Pech gehabt. Ich war da auch schon mal und habe einen Lapdance bekommen und so. Und ja, muss man mögen. Auf jeden Fall Mosher's Night im Airport. Ist ein Metal United Party. Dann zudem haben wir aber noch was haben wir denn hier noch? Genau, das nächste Event promote ich dann das nächste Mal, denn es gibt wieder ein Female Fronted Female Night Dings da. Flexo ist am Start. Metal United Party, vielleicht sehen wir uns ja. Mal schauen, vielleicht können wir uns ja alle da eintreffen. Und Female Voice Fest ist ja auch noch irgendwann demnächst. Habe ich den Flyer aber jetzt leider noch nicht da. So, und als letztens will ich noch ein Mittelalterfest mehr oder weniger oder ein Hexenfest, wie man es will. Es heißt halt Hexenfest, von dem her mit Mittelaltermarkt will ich auch noch hier mal promoten. Und zwar am 31. Oktober. 30. 31. Oktober, Gau Königshofen. Da habe ich aber keine Bands oder so gefunden. Das wird mehr so Marktspektakel werden, wahrscheinlich, schätze ich mal. Aber ja, wenn sowas gefällt, würde ich das dann empfehlen. Geht's dahin? Das sind jetzt die Events, die ich euch mal hier zeigen wollte. Und
Ihr seht, es geht wieder los. Es geht langsam wieder los, aber es geht wieder los. Es ist wieder was geboten für den geneigten Heavy Metal, sich auf Festival betrinkenden Metallmenschen. Ping da draußen. Wir müssen mehr pingen, dass der Roland was zum Zählen hat. So. Hab ich noch was für euch vorbereitet? Ich weiß es nicht. Ich nicht. Ich glaube, ich habe nichts mehr für euch vorbereitet. Aber der Adrian hat noch was für euch. Denn wir haben ja jetzt in die Zukunft geschaut und der Felix hat in die Zukunft geschaut. Was denn so passiert? Wir wissen nicht. Ungewiss ist unsere Zukunft, würde ich sagen. Doch was wir sagen können, ist, wir können in die Vergangenheit schauen. Und bei Kalenderblatt schaut der Adrian immer sehr weit in die Vergangenheit. Er schaut sich nämlich an, was an dem heutigen Tage die letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrhunderte, an Musik, an metallischer Musik rausgekommen ist. Und jetzt einen fetten, fetten Applaus für Kalenderblatt, das geilste Format auf YouTube. Muss es immer wieder sagen, ich bin stolz darauf, es eingekauft zu haben. Und wo habe ich sie? Hier habe ich es, genau. Adrian und Kalenderblatt und Applaus. Der 25. September. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kalenderblatt. Ich bin Adrian von Tod gehört und wie immer an dieser Stelle ein Servus Hallo an alle, die das ein bisschen früher bei Dark Siffler im Stream von Amas Metal sehen und natürlich auch Hallo an alle, die das auf meinem Channel sehen on demand. So, ich habe eine Sache vorweg. Bisher haben wir ja immer gesagt, Kalenderblatt, wir nehmen uns einen Tag der Musikgeschichte und schauen, was da passiert ist. Das ist ein sehr limitierendes Format, könnt ihr mir glauben. Also jetzt habe ich innerhalb der letzten Monate gemerkt, okay, das macht es mir vielleicht nicht ganz so einfach, flexibel auf euch einzugehen. Beziehungsweise wird auch thematisch sehr Chaos. Deswegen gehen wir jetzt mal thematisch so vor, dass wir die Sachen versuchen ein bisschen zu gruppieren, uns den Tagen mit Kalenderblatt auch ein Thema zu geben oder ja allgemein ist einfach ein bisschen mehr Ordnung reinzubringen. Deswegen verabschieden wir uns von diesem, von diesem Format, irgendeinen Tag zu nehmen und wir bündeln das so ein bisschen. Und es passt ja auch ganz gut. Es gab letzten Monat keine Folge Kalenderblatt. Deswegen gucken wir in dieser speziellen Folge einfach mal, was im August und im September 1991 passiert ist. Warum 1991? Erstmal 1991 ist ein krasses Jahr, da ist verdammt viel rausgekommen. Ich lese mal vor, was allein im Rockbereich rauskam. Pearl Jam haben hier 10 Album im August rausgebracht. Soundgarden haben im Oktober Bad Motorfinger rausgebracht. Nirvana natürlich hier, Nevermind, großer Klassiker, jetzt auch in aller Munde gewesen. Darf man das Bild eigentlich noch zeigen, ohne dass man verklagt wird? Frag für einen Freund. Wegen der Klage von dem Baby, was da vorne drauf zu sehen ist, beziehungsweise dem Herrn, der aus dem Baby herangewachsen ist. Und Use Your Illusion Part 1 and 2 kam damals auch raus von Guns N' Roses, also dick vollgepackter Sommer-Herbst damals gewesen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wir grenzen das immer ein bisschen ein. Wir bleiben jetzt wirklich nur beim September und im August und wir bleiben auch im metallischen Bereich. Und selbst da hätte ich aus dem Vollen schöpfen können. Selbst da gibt es wirklich unzählige Klassiker, die damals rausgekommen sind. Und ich habe mir jetzt mal 5 Scheiben rausgesucht, wo ich sage, ja, die verdienen auf jeden Fall nochmal eine besondere Erwähnung. Den Anfang in unserer Aufzählung machen Grave, die schwedischen Death-Metaler aus Visby, heute wohl eher Stockholm. 1984 gegründet als Rising Power, dann haben sie sich ein paar Mal umbenannt, unter anderem mal Destroyer gehießen, dann hießen sie Anguish, dann auch Corpse, unter Corpse unter dem Namen haben sie dann sogar mal eine Demo rausgebracht, 1987, Black Dawn hieß die. Und ja, dann ab 88 ging es weiter als Grave. Und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert, 3 Jahre später bei Central Media haben sie ihr Debütalbum rausgebracht, Into the Grave. Und was soll ich sagen, ein echter Meilenstein des schwedischen Death Metals, denn, ja, ich meine, sie gehören nicht nur zu den Big Four aus dem Schweden-Death, also neben Entombed, neben Dismember, neben Unleashed, ja,
Grave auf jeden Fall. Auch die eigenständigsten, also mit der Stil, wo man sagt, so ja, das ist Schweden-Death Metal, hört man eindeutig raus. HM2-Sound, alles klar. Aber diese Schwere, diese Düsternis in der Stimme von Ola Lindgren, auch sehr, sehr nett. Ich habe vor 10 Jahren auch den Ola Lindgren getroffen auf dem Death Feast, damals noch in Hüngse, und ein Foto mit ihm gemacht. Sehr, sehr netter Kerl. Sehr, sehr Fan. Da guckt sich einer den Adrian an, als er noch jung war. Ja, schau mal da her. Ja. Na, dann guck mal. Ja, okay. So jung war er jetzt da auch wieder, ne? Na, nie genervt. Also, ich habe mich noch nie irgendwie genervt erlebt. Echt toller Mensch. Und jo, was soll ich sagen? Into the Grave ist eines der besten Death Metal Alben, das ich kenne. Hating Life, Deformed, Obscure Infinity. Unter dem Namen Obscure Infinity gibt es ja auch eine Band in Deutschland, eine Death Metal Band, die für mich auch zu den besten in diesem, ja, in dieser Szene, in der deutschen Szene zählt. 42 Minuten beste Death Metal Unterhaltung. Wer das nicht gehört hat, wer Into the Grave noch nie gehört hat, der sollte sich wirklich fragen, ob er Schweden Death Fan ist. Das ist echtes Pflichtprogramm für jeden richtigen Death Metal Fan. Auf der Nummer 2 kommt vielleicht das einzige Album, das wir heute haben, das es mit Nevermind aufnehmen kann, was es in puncto Legendenstatus, wenn es um puncto Verkäufe geht. Nevermind hat sich, glaube ich, auch über 10 Millionen oder 20 Millionen, keine Ahnung, mehrere Millionen Mal verkauft. Und das Album, womit wir es hier zu tun haben, hat sich auch über 10 Millionen Mal verkauft. Totaler Wahnsinn, diese Sphären. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen in Zeiten von Spotify, Bandcamp und Deezer. Es geht natürlich um Metallica und es geht natürlich um ihr selbstbetiteltes Album, das am 12. August 1991 bei Elektra Records rauskam. Was soll ich euch erzählen? Soll ich euch erzählen, dass 1981 Metallica in der Bay Area gegründet wurden, dass Dave Mustaine vor dem ersten Album rausgeworfen wurde und durch Kirk Hammett ersetzt wurde? Soll ich euch erzählen, dass Cliff Burton tragischerweise auf einer Tour in Schweden bei einem Busunglück ums Leben kam, 86, und durch Jason Newsted ersetzt wurde, der dann bei seinem ersten Album mit Metallica zusammen praktisch nicht zu hören war, weil sein Bass runtergedreht wurde, weil sie ihm irgendwie unterbewusst als Sündenbock für, ja, all das Leid, was sie erlebt hat, benutzt haben. Bei ihrem 5. Album 1991 haben sie sich gedacht, so komm, wir wollen einen richtig geilen, fetten Sound haben, und mit Bob Rock, der es ursprünglich nur mixen sollte, das Album, sich dann aber gesagt hat, ey, ich möchte das nicht nur mixen, ich möchte das produzieren, und ich versichere euch, bei euch ist noch mehr drin, denn ihr habt euren Live-Sound, den harten Sound, den ihr live habt, noch nie auf Platte gebannt, wo sie ein bisschen perplex waren, aber gesagt haben, okay, dann zeig mal, was du kannst. Und nach Monaten und Wochen harter Arbeit, wie ich gehört habe, der hat Bob Rock ja damals was im Studio gelebt, kommt das Black Album raus. Und das Black Album war für alle, die Metallica schon nicht mochten, weil sie 87, 88, ja, eine Single mit One rausgebracht hatten, die auch ein Musikvideo hatte und damit auf MTV lief. Da gab es schon einige Leute, die das als Kommerz angesehen hatten, und als das Black Album dann rauskam, war für viele endgültig klar, ich bin kein Metallica-Fan mehr. Die Songs waren natürlich im Vergleich zu Master of Puppets ganz anders strukturiert. Sie waren viel mainstreamiger konzipiert, so dass man es zwar zugänglicher, klar, technisch visierter war noch Master of Puppets, krasse Soli, krasse Aufbauten. Und wenn man sich dann mal im Vergleich dazu Sad But True anhört, das ist natürlich viel stampfender, fetter, krass produziert, aber halt auch einfach nur sehr, sehr stumpf. Sehr stumpf, aber auch, ja, kann man gut mitmachen. Das spricht ja auch wirklich den Durchschnittsrockhörer an. Ja, wenn man sich da mal teilweise anhört, die auch Elton John, für den ist ja auch zum Beispiel so ein Song wie Nothing Else Matters, die Ballade da drauf, war ja auch einer der besten Songs aller Zeiten. Hat er, glaube ich, letztens noch irgendwie in einem Gespräch mit James Hetfield selbst gesagt. Total verrückt. Es ist auch fast nur mit Tempo drauf. Diese ganzen schnellen Songs, die Metallica mal am Anfang hatten, die findest du dort gar nicht mehr. Wobei, sagen musst du, so ein Song wie Holier Than Thou, der atmet zumindest noch eine gewisse Thrash-Attitüde. Also muss schon sagen, das hat schon was noch. Also da sind die alten Metallica nicht ganz tot gewesen. Gibt auch noch 2-3 andere Songs auf dem Album, wo ich sagen würde, da scheinen noch die alten Metallica durch. Aber ja, wenn man sich die Unforgiven und so weiter anhört, dann weiß man, wo die Reise hingeht. Und dann ist es eigentlich auch die logische Entwicklung gewesen, dass dann Load und Reload kommen mussten. Ich sag nicht, dass ich die Entwicklung mag, aber ja, es war abzusehen, wo es hinführen würde. Und ich meine, der Rest ist Geschichte. Man muss, glaube ich, nicht viel über Metallica sagen. Dass sie danach noch ewig auf Tour waren, dann ausgebrannt, dann kam Load and Reload, dann kam noch haufenweise Garage Inc., S&M, dann kam dieses Some Kind of Monster-Doku, wo sie gezeigt haben, wie sie auf die Idee kam, seine Enge aufzunehmen. Ja, also
ihr wisst, Metallicas Geschichte ist, glaube ich, bekannt. Da muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Die meisten von euch werden sie nun auswendig kennen. So, an dieser Stelle verabschiede ich mich dann auch schon von allen Dark Siffler Ultras. Ja, wie gesagt, wenn ihr das Video ganz sehen wollt, kommt auf meinen Channel. Da könnt ihr euch dann nochmal die restlichen drei Bands geben. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Kalenderblatt bei Amas Metal. Macht's gut. Ciao. Jawohl. Applaus. Ich will das jetzt weitersehen. Kannst du instant weiterschauen? Wir schauen hier auf jeden Fall der Link dazu im Chat. Ich danke allen, die heute einen Einspieler produziert haben. Ich danke natürlich allen, die hier live heute mit dabei waren. Es war der letzte Einspieler. Sorry dafür. Wollen wir uns noch was anhören vielleicht? Wollen wir uns vielleicht noch ein neues Lied von, keine Ahnung, Terra Atlantica anhören zum Beispiel? Schauen wir doch mal. Es ging 2020, kam ein Album raus. Und da werden wir jetzt einfach mal Age of Steam nehmen. Dauert 5 Minuten. Mach mal länger hier, sagt er. Ich kann euch sagen, Amas Metal ist ja jetzt quasi vorbei für heute. Ich danke euch. Und es ist ja kein Problem. Nur dieser Abschnitt dieses Streams ist jetzt vorbei. Ich bin natürlich noch weiterhin für euch da. Ich bleibe natürlich noch online heute, denn wir waren ja schon lange nicht mehr online. Wir haben schon lange nicht mehr gestreamt. Ich setze mich jetzt dann hin und schaue mit euch noch das ein oder andere Video an. Ihr könnt auch in den Discord kommen. Ich bin dann auch kurz im Discord und laber mit euch und freue mich, dass wir heute miteinander vielleicht noch das ein oder andere Bierchen trinken. Ich habe heute Sport gemacht und gestern und morgen mache ich es auch und deshalb darf ich mir Bierchen gönnen. Und die Frau Dag kommt dann vielleicht auch noch ein bisschen mit in den Discord und wir machen heute noch ein bisschen. Nicht allzu lang, weil wir haben natürlich morgen wieder was vor, aber ein bisschen gönnen wir uns noch Musik, hätte ich gesagt. Und jeder, der im Stream dabei ist, ist natürlich herzlich eingeladen, hier den Abend noch mit uns zu verbringen und mit uns ein bisschen zu trinken. So, ich mache jetzt hier Terra Atlantica an und dann wünsche ich euch erstmal an alle, die nur wegen Mass Metal hier sind, kommt gut nach Hause, ansonsten bleibt ihr gerne da, gell? Danke. Danke für die ganzen Subs. Danke für die ganzen Gift-Subs. Danke für euren Support. Danke, dass ihr live dabei wart. Dann mach's mit. Also hau doch mal in die Tasten, hau mal ein bisschen so ein Surfer-Clip in den Ding.
nutzt die neuen Emotes hier auf Twitch. Und dann, wenn der Bildschirm zu ist, komme ich zu euch im Discord.